Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. So, wir haben ein paar Leute auf Reisen geschickt. Das heißt, ich werde gleich kurz cutten, sozusagen. Werde kurz weggehen. Und sobald was passiert, werden wir ganz normal weitermachen. Winifred macht hier ganz brav seine sein Gebäude. Und Oswald hilft. Ne, Kämmer, schneidest. Du schneidest echt komisch mit dem Hammer. Aber hey, jedem das seine. Ja. Wir spulen jetzt einfach ein bisschen vor, bis was passiert und dann melde ich mich. Alles klar, bis gleich. Und es ist etwas geschehen, eine Handelskarawane ist gekommen. Dann schauen wir uns die doch mal an. Wer hat denn hier gute Redekunst? Ich glaube, ich habe genau die da gelassen, die keine Redekunst. Ah, doch, der Winifred hat Redekunst. Das ist doch schön. Dann werden wir jetzt mal in Empfang nehmen. Eine neue Forschung ist verfügbar. Sehe ich gerade. Das hört sich auch gut an. Destillieren. So. Die Destille muss wahrscheinlich noch gebaut werden. So, erstmal Tauschhandel betreiben. So, jetzt wird kurz gehandelt. Schauen wir mal, was der Händler so hat. Nichts, was uns bringen könnte eigentlich. Aber das können wir eigentlich alles so verkaufen. So, was haben wir denn anzubieten? Ich schieb sicherlich nicht meinen Hund ab. Das Räucherfleisch können wir mal abgeben. Kostet ja nix, ne? So. Bitteschön. Wenn ihr so leicht zu kaufen seid. So. Wunderbar. Dann geht's gleich weiter. Aber wenn wir schon dabei sind, wenn ich ja wieder da bin, dürft ihr gerne mal in die Beschreibung schauen bei Dubby. Dubby ist wunderbar eine Energy Drink sozusagen. Eigentlich kein Energy Drink, sondern eher ein Pulver, was man in Wasser mischen kann. Und dadurch ein bisschen Energie bekommt und ohne diese Nebeneffekte, wie dieses, was Koffein immer so macht, diese Müdigkeit und so weiter und so fort, ist einfach Dubby. Ich übe das nochmal mit der Werbung, weil ich es echt verkackt. Und auch gerne mal bei Gamers Profit vorbeischauen. Einfach Link in der Beschreibung, beide Links sind in der Beschreibung drin. Gerne dürft ihr mich da unterstützen, wenn ihr da auch bei Dubby bestellt, dann kriege ich auch ein bisschen was davon ab. Hilft mir auf jeden Fall weiter. Und genau, schaut auf jeden Fall auf beiden Seiten vorbei, gerne auch bei Gamers Profit registrieren. Und mir folgen, damit ich mal endlich der Content Creator werde. Ich habe ein bisschen geschleifen lassen hier, aber muss jetzt mal wieder kommen. Und ja, genau. Wir sehen uns gleich wieder. Maria ist jetzt 35 geworden. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Karawane ist angekommen. Wir werden jetzt erstmal handeln. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas Interessantes, was wir kaufen können? Sups, zap, zap. Truhe Stahl, Herd, Teppich, großer Holztisch, Metallteppich, Regal, Banner, Stapel, Rot. Die mechanischen Komponenten lächeln mich tatsächlich an. Pigmente, die lächeln mich auch noch an. So, was können wir noch? Leder brauchen wir nicht. Kalkstein, Ziegel. Wird uns noch anlächeln.
So, was immer noch? Lehm. Eisblock. Ne, den Rest brauchen wir nicht. Gut. Was haben wir jetzt zum Anbieten? Halt, minus. Also, zack. Und dann 406. Ah, das ist viel zu viel. Ah, immer noch zu viel, okay. Immer noch zu viel. Jetzt. Wir zahlen ja nicht mehr, als wir müssen, ne? Aber wir haben noch viel zu viel. Oh, okay. Ja, dann schenken wir denen halt was, oder? Gibt's da noch irgendwas, was wir uns gönnen könnten? Boah, wir haben halt schon arg viel, was uns kostet, aber ja, dann geben wir denen halt 1000 Münzen mit. Wir haben eh mehr genug Hungerrüben als alles andere. Warte mal, ja, das passt. Da freuen die sich auch drüber. Dann kehren wir wieder heim. Genau. So, dann spulen wir jetzt wieder, bis sie zurück sind. Aber nee, wir können was bauen nebenbei. Wir haben nämlich etwas. Wir haben eine Schnapsdistille. Die können wir noch irgendwo hin basteln. Eigentlich. So. Bauen wir einfach mal hier hin. Die müsste ja vorrätig sein. Wir müssten ja eine vorrätig haben. Eine Schnapsdistille. Die Frage ist, wo wir die haben. Hergestellt. Nee, nicht Material. Wir haben doch eine Schnapsdistille gebastelt. Die müssten wir ja noch vorrätig haben. Die habe ich extra gekauft. Dann würde die auch wohl gehen, oder nicht? Jetzt ist ja die Frage, wo die ist, ne? Also. Übersicht. Gegenstände. Ausstattung. Ist die da drüber zu finden? Wahrscheinlich nicht. Nein. Strukturen. Ah ja. Wo haben wir die denn? Da haben wir sie. Dann bauen wir die doch mal. Was haben wir noch? Noch eine Schnapsdistille. Ich habe zwei Schnapsdistillen. Huch. Da war mal ein bisschen übermotiviert. Was haben wir noch? Fermentierungsanlage. Die haben wir aber auch schon, glaube ich. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, spulen wir nochmal zurück, bis die da wieder zurück sind. Und dann kann ja nichts mehr schief gehen eigentlich. Die Statue brauchen wir auch nicht eigentlich. Aber genau. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, die Schnapsdistille ist schon gebastelt. Dann machen wir das noch ganz kurz hier. 100 sollte reichen fürs erste. Und dann spulen wir einmal wieder. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Okay, wir spulen. Bis gleich. So, da ist gleich die Handelskarawane zurück. Dann werden wir sie erstmal entgegennehmen. Wir haben viel zu viele Tiere, hey. Lass uns mal verwalten langsam. Was? Was ist passiert? Achso, die Übersicht kennen, okay. So. Die bitte trainieren alle. Das ist wichtig. Fred, der Esel ist auf Reisen. So, wie schaut's aus? Wann sind sie da? Jetzt sind sie gleich da. Das Haus ist fast fertig. Dann müssen wir uns jetzt bald noch überlegen. Was ist da los? Warum fehlt da eine Mauer? Eine Wand? Das
ist da denn passiert? Ist da los was? Also, es ist wieder ein neues Lager hier. Das heißt, es wird zwei Stufen, also mehrstufig werden und auch runtergehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich im Sommer machen. Weil unten wird dann Essen gelagert nochmal. Dann wird ein bisschen hoch, die Karawane kommt zurück. Ja. So, jetzt sind alle wieder da, jetzt sind alle hungrig. Mal Übersicht, von Weitem Übersicht. Ja. Lola die Kuh. So, essenstechnisch sind wir immer noch gut dabei, glaube ich. Ja. Mehr als genug. Bevor wir dann hier anfangen, Häuser zu großartig zu bauen, müssen wir dann noch hier Wände einbauen. Jetzt wahrscheinlich auf die Hälfte noch mal ein bisschen was draufletschen. So, dann jetzt alles kommen in der Zeit. Jetzt wird erstmal geschlafen. Und dann schauen wir weiter. Jetzt müssen wir schauen. Wir haben jetzt nicht viel gemacht. Die Folge ist jetzt nicht so lang für euch. Für mich ist sie nachher länger. Bis dato. Aber genau, jetzt geht's gleich los. Herzlich willkommen sozusagen. Genau. Solange jetzt die Leute schlafen, kann ich ja schon mal weitere Informationen raushauen. Wenn dieses Video rauskommt, das kommt heute Abend raus. Das heißt, ich habe es heute am Montag aufgenommen. Heute Abend, Montag, wird es rauskommen, 18 Uhr circa. Wird es am, lass mich nicht lügen, 16. Ich werde jetzt einfach mal hier Seitenfolges einblenden oder so. Ein paar Daten, die kommen werden. Das werde ich vielleicht jetzt auch öfters machen. Und zwar wird es am Oktober den 21. einen 24-Stunden-Stream geben. Und am 28. auch mal ein neues Format, das ich ausprobieren möchte so am Wochenende. Und zwar werde ich streamen und pro Donation, Bit oder Subscription werde ich meine Zeit verlängern. Der Timer wird also verlängert. Das heißt, man kann somit mich länger spielen sehen. Einfach so mal ein bisschen wieder was reinzukriegen. Im 24-Stunden-Stream möchte ich auch wieder ein paar Verlosungen machen. Da werde ich noch ein bisschen was überlegen, tatsächlich. Also, großes werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so erfahren, aber es wird wahrscheinlich in Richtung tolle Spiele gehen oder halt für League of Legends was, ein bisschen was, genau. Wird sich auch noch zeigen, es ist nur eine Planung, aber dass ich schon mal in die Richtung habe, was da kommen wird. Einfach mal schon mal so Sache, in eigener Sache schon ein bisschen Werbung machen. Die Leute sind jetzt wach, es geht jetzt los mit Bauen und allem drum und dran. Jetzt wird es wieder etwas... Ah, guck mal, ich habe ja Kalkstelle geholt, richtig, ja, jetzt wird hier mal weitergebaut. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Problem ist nur, wir haben sehr viel Rüstung, die nicht drin ist. Okay. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal umräumen. Könnte sein, dass es nicht reicht. Aber wir haben jetzt Pigmente, das heißt, wir können Gemälde machen. Was fehlt hier? Desinfektionsmittel haben wir noch mehr als genug. Ach, Ei brauchen wir für Pigmente. Desinfektionsmittel, oder nicht? Ja. Wir haben noch genug Desinfektionsmittel für alles hier, gefühlt. Keine Arbeit mit Medizin. Ja, okay. Eine neue Handelskarawane. Ja, wunderprächtig. Was ist denn heute los? Richtig hier. Richtig Erfolg heute hier. Kann man die mal einsammeln, die Kuh? Guck mal, du kannst doch bestimmt am Strick führen. Alla. Schreiben brauchen wir jetzt nicht. Die soll mal hier reinkommen. Und wir haben Redekunst gleich. Ja, du beschaffst jetzt keine Ressourcen. Was gärtnern die bitte? Ich sitze. Oh, ich bin gleich wieder da. Moment, ups. Gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Und zwar war jetzt gerade ein Postbote da für mein Lichtschwert. Ja, da brauche ich neue Batterien und genau deswegen musste ich gerade kurz weg. Nehmen wir
Gibt's noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ein Esel. Naja, das hört sich auch gut an. Esel können wir immer gebrauchen. Ein Teppich brauchen wir nicht. Mahlzeiten haben wir auch jetzt genug. Mechanische Komponenten nehmen wir immer gerne mit. Sonst, ja, brauchen wir nichts. So, jetzt können wir den anbieten. Na, ein bisschen weniger vielleicht. Machen wir auf die 100. Ja, prächtig. Wunderbar, da haben wir das auch schon. Ah, der Winter ist fast wieder rum. Und der Kalkstein wird gut genutzt, sehr schön. Das nervt mich ein bisschen, dieses Licht von hier, von so, das ist ein bisschen nervig. Aber genau. Jetzt sieht's doch schon wieder besser aus hier. Jetzt muss noch hier unten fertig gebaut werden und dann haben wir auch alles fertig. Richtig. Ich kann auf die Uhr geschaut, noch mal ca. 10 Minuten und dann sollte alles passen. Es gibt langsam Zeit, dass wir fertig werden. Cool wäre es noch so eine Menü zu haben, wo man sieht, wie die Stabilität ist, also wo man was hinbauen muss. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie breit man das machen kann. Balken aus massivem Holz sagen seit Jahrhunderten die Böden und Decken Englands. Jawohl, ja. Vielleicht können wir das ja alles outsourcen damit. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und wir erhöhen jetzt mal. Ah, ne, brauchen wir glaube ich gar nicht, oder? Mal auf 30. 50 und 50. Verkaufen beim nächsten Mal. Wie viel sind wir jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, wir brauchen immer 11 von jedem. Dann machen wir auch noch mal welche von. Nur die beste Kleidung bleibt bestehen. Da noch 5 draus. Da auch noch 5. Warum haben wir nicht genug Ressourcen? Dass es das gerade aber nicht übernimmt. Finde ich auch komisch. Dann nehmen wir jetzt mal 100. Sollte ja passen. More passion. More passion. Faustschild passt auch. Wir haben kein Eisen mehr, merke ich gerade. Achso, wir können noch mehr machen. Ja, dann machen wir doch mal 100 von jedem hier.
Ja, meinen Unbenannten. So. Was machen wir jetzt? Hey, die haben die... Also, es sieht anders aus, aber ich weiß nicht, ob die das jetzt überarbeitet haben. Auf jeden Fall... Tja, wann geht denn das einfach weiter? Oh, regnet's gerade? Bisschen regnet's, aber nicht schlimm. Mensch. So. Ich glaube, dann wird jetzt nicht mehr viel passieren. Ich würde sagen, dass das jetzt einfach kurz im Zeitraffer laufen. Obwohl, es bringt ja auch nichts. Es wird noch Ewigkeiten dauern, bis da was fertig ist. Aber ich glaube, das wird jetzt unser großes Projekt werden hier. Das geht bald in den Frühling über. Dann geht die große Ernte wieder los. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall öfters handeln gehen, glaube ich, weil wir kriegen dadurch echt gute Ressourcen, die wir halt brauchen. Theotik, der ist neu. Gut, aber genau, weiß nicht, sollen wir es im Zeitraffer laufen lassen? Das wird ja jetzt eh nichts mehr. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen und gerne auch die Glocke aktivieren. Wenn euch irgendwas stört oder Tipps und Tricks habt, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich gehe auf jeden Kommentar ein, den es gibt. Und gerne auch mal bei Dabi vorbeischauen. Dibi vorbeischauen, da gibt es auch hoffentlich bald mal Werbung. Ich muss da endlich mal eine Werbung für schreiben. Schreiben ist ja schon. Machen und einfach Link in der Beschreibung drücken und Gamers Profile nicht vergessen, ebenfalls Link in der Beschreibung. Wäre cool, wenn ihr da unterstützen würdet, würde mir auf jeden Fall helfen, wenn schon 50 Leute sich bereit erklären. Es fehlt aber, ja. Und ich glaube, das war's jetzt mit allen Infos, Tipps und Tricks. 24 Stunden Stream ist angekündigt. Vielleicht, ich lasse mir irgendwas einfallen, dass man es hier nochmal einblenden lassen kann. Vielleicht bis heute Abend, vielleicht nicht. Wie gesagt, bis heute Abend, ja doch, passt. Und spätestens morgen Abend bzw. gegen Nachmittag sehen wir uns schon wieder im Stream. Hoffe ich. Wenn alles gut läuft. Alles Angaben ohne Gewähr. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.